Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute leider nicht live, aber ich habe euch was Schönes für unsere Kundendatenbank mitgebracht und zwar zum Thema Korrespondenzen. Wir hatten in den ersten Teilen eine Tabelle dazu angelegt und es ist ja mittlerweile so, dass wir natürlich sehr, sehr viel auch mobil unterwegs sind und sehr gerne Excel-Listen nutzen, um eben Daten zu erfassen und die eventuell mit unserer Access-Datenbank hier koppeln möchten. Ich habe euch mal eine mitgebracht, die besteht aus denselben Feldern. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier den Kunden auswählen lasse und die ID dazu mit einem Verweis letztlich gezogen wird. Auch hier beispielsweise bei Kontaktart hatten wir Dropdowns und auch beim Anliegen sowie beim Interesse sind jeweils welche hinterlegt und zwar analog so, wie ich sie dann auch in Access brauche. Bei den Dropdowns, Tabellenblatt hier, findet ihr die jeweiligen Datenquellen dazu, die eben dann über die Gültigkeitsprüfung hier in Excel hinterlegt sind. Das Ganze ist als intelligente Tabelle formatiert, also hier über diese Option. Und somit können wir sie nicht nur im Handy mobil bearbeiten, sondern natürlich auch ganz normal auf unseren Share-Laufwerken mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen, also auch logischerweise am PC. Und diese Liste möchte ich euch jetzt gerne einmal einlesen in Access und sie statt dieser Tabelle verwenden. In unserem Register externe Daten hier oben finden wir neue Datenquelle aus Datei Excel. Es gibt natürlich auch andere Quellen. Wir kümmern uns heute mal hier rum. Und hier kann ich letztlich einen Pfad festlegen, über den meine Datei verknüpft wird. Das heißt, über Durchsuchen gelangt ihr auf euren Explorer. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal bei mir auf dem Desktop abgespeichert und zwar hier unter Korrespondenztabelle. Ich mache einen Doppelklick drauf und dann wird der Pfad hier nach oben übernommen. Ganz unten findet man Erstellen Sie eine Verknüpfung zur Datenquelle, indem Sie eine verknüpfte Tabelle erstellen. Und mit OK bestätigt man das Ganze und dann startet der Verknüpfungsassistent. So, mit diesem Assistent hier seht ihr auch schon mal verschiedene Informationen, die eure Tabellenblätter liefern. Man kann also hier die Datenquelle letztlich auswählen. Ich nehme hier natürlich unser Tabellenblatt Korrespondenzliste, klicke auf Weiter. Hier erkennt das System auch, dass die erste Zeile Spaltenüberschriften enthält, also Kunde, ID und so weiter. Das wird also auch die Beschriftung später für unsere Tabelle. Mit Weiter kann ich das Ganze dann hier noch als verknüpfte Tabelle anlegen und das Ganze nennen wir jetzt einfach mal Korrespondenzliste. Ich setze noch ein TBL davor, so wie wir es auch die ganze Zeit schon hier gemacht haben, um es eben als Tabelle zu identifizieren. Sobald ich fertigstelle, bekomme ich eine Meldung, dass das Ganze hier geklappt hat. Ich drücke OK und dann wird hier im Abschnitt der Tabellen ein solches Icon mit angezeigt. Je nachdem, über welche Datenquelle ihr Daten dazu holt, wird neben diesem Verknüpfungspfeil, der hier blau dargestellt ist, auch immer das System, also die Anwendung letztlich dazu als Icon hinterlegt. Wenn ich jetzt einen Doppelklick mache, dann habe ich hier meine Daten hinterlegt und über Excel kann ich diese also dann ganz entspannt pflegen. Wähle ich also hier einen neuen Datensatz, zum Beispiel nehme ich mal Leibold, wird mir hier über meinen Verweis aus meinem Dropdowns-Menü die ID schon direkt hinzugefügt. Jetzt könnte ich hier eine Gesprächspartnerin hinzufügen. Ich nehme mal die Sabine Beispiel. Dieses Kontaktdatum, Steuerung Punkt. Wann hatten wir was, wie, wo miteinander zu tun? Zum Beispiel per E-Mail. Und es ging zum Beispiel um das Thema C. Referenznummer habe ich noch vergessen. Und hier habe ich eine bedingte Formatierung hinterlegt. Wir können also mit 0 und minus 1 arbeiten. 0 ist letztlich der Haken, minus 1 ist der Wert geklärt. Ich glaube, ich habe es genau falsch rum gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Das können wir noch mal korrigieren. Aber ihr seht es hier auf jeden Fall. Minus 1 ist wahr und hier der Nullwert ist eben falsch. Das heißt, geklärt wäre eigentlich das rote X. So, das kann ich auch gerade noch mal verändern. Ich klicke mal hier drauf, dann seht ihr auch, wie ich es gemacht habe. Bedingte Formatierung. Hier können wir die Regeln verwalten und hier ist sie hinterlegt. Doppelklick und dann können wir hier unsere Symbole umkehren. Also minus 1 ist wahr, das ist also der grüne Haken und alles, was 0 ist, ist falsch. Also in diesem Fall noch nicht geklärt und das nehmen wir hier mal als rotes Kreuzchen. So, und jetzt sieht es auch korrekt aus. Also unser Fall ist noch offen. Wir nehmen mal eine 0 und
Es ist tatsächlich noch ein Interesse da, zum Beispiel an Ablage, Druck und Stifte. Und hier kann ich noch meine Info dazu schreiben. So erfasse ich letztlich die Daten dann entweder mobil oder eben hier ganz normal am Bildschirm. Nach Access wird es dann automatisch gebracht. Ich habe die Tabelle jetzt offen, deswegen aktualisiere ich sie. Im Startregister ist der Aktualisieren-Button. Ich habe ihn hier mit der rechten Maustaste einfach zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt. Also kann ich einfach hier oben draufklicken und dann werden meine Daten hier aktualisiert. Ja, und hier sehen wir jetzt unsere fertigen Datensätze. Die sind also mit eingelesen. Hier sind auch unsere 0 und minus 1 Werte und auch alles andere, was wir hier verwenden können. Wir hatten für die Korrespondenzliste ein Unterformular für das Formular Kunden erzeugt. Das heißt, wir können hier oder müssen hier jetzt auf jeden Fall die Datenquelle dazu noch ändern, dass eben auf die richtige Tabelle hier Bezug genommen wird. Hinter diesem UFO, ich wähle mal die Entwurfsansicht hierfür, finden wir unter dem Eigenschaftenblatt bei Daten die Abfrage, die hinterlegt ist. Das heißt, auch die müssten wir entsprechend anpassen, weil logischerweise die alte Korrespondenzenliste hier hinterlegt ist. Ich könnte es jetzt von hier über der rechten Maustaste auch wieder in der Entwurfsansicht öffnen, aber da hier die Abfrage bereits hinterlegt ist, also hier oben verknüpft ist, kann ich dann mit der Drei-Punkte-Schaltfläche draufklicken, finde letztlich die ganzen Daten dazu und kann in der Mitte zum Beispiel über Tabellen hinzufügen, dieses Seitenfenster öffnen. In älteren Versionen war es ein Pop-up-Fenster und kann letztlich andere Werte, zum Beispiel die Tabelle, die wir jetzt neu hinzugefügt haben, ergänzen. Die steht hier nicht unter Tabellen, wie ihr seht, sondern unter Links. Das heißt, alles, was verlinkt ist, verknüpft mit Access, ist dann hier letztlich zu finden. Ich kann sie hier unten hinzufügen oder einfach per Drag and Drop rüberziehen. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch verbinden. Das heißt, auch hier haben wir eine ID-Kunde. Die kann ich hier direkt auf die ID ziehen. Das war unsere zweite Spalte in Excel. Wir hatten seinerzeit einen Doppelklick gemacht auf die Verbindungslinie, denn wir möchten in jedem Fall sicherstellen, dass alles aus der Tabelle hier. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die falsche Tabelle natürlich verknüpft. Sekunde, nochmal weg damit. Da drüben, die Tabelle Kunde braucht man natürlich. Ich lege das mal hier rüber, dass wir nicht durcheinander kommen. Also die Kunden-ID wollen wir natürlich zur ID unserer Excel-Liste hier hinterlegen. Mit einem Doppelklick auf die Linie können wir jetzt aber sicherstellen, dass alles aus unserer Tabelle Korrespondenzliste mit angezeigt wird. Mit in meinem Beispiel jetzt der Verknüpfungsoption Nummer 3 wird der Pfeil nach dort gerichtet und damit passt das wieder. Jetzt müssen wir hier unten noch umstellen. Das heißt, alles, was Tabelle Korrespondenzen war, nehmen wir jetzt aus der Tabelle Korrespondenzliste, Steuerung C und dann kann ich mit den Pfeiltasten einfach rüberhüpfen. Die Tabelle Kunden passt, da machen wir Steuerung V draus, Steuerung V, Steuerung V, Steuerung V und so weiter, bis wir eben hinten angekommen sind und können diese auf zum Beispiel diesen Weg manuell abändern. Wir haben ja noch nicht so viel mit den Abfragen gemacht, deswegen wollte ich euch hier diese Stelle einfach mal zeigen und damit wird der hier, dieser ganze Bereich hier obsolet. Sobald ich das also entferne, bleiben diese hier übrig. Meine Felder bleiben stehen. Wenn ich die vorher entferne, verschwinden möglicherweise bereits verwendete Felder, die in der Abfrage hier im Vorfeld hinzugefügt worden sind. Jetzt müssen wir noch mal gucken. In der Tabelle Korrespondenzliste gibt es das Feld ID Kunde nicht. Das hieß einfach nur ID in der Excel-Liste. Das heißt, ich könnte zum Beispiel trotzdem den Namen weiterverwenden, weil ich ihn ja im Formular tatsächlich benutze. Insofern kann ich einen Doppelpunkt hinten dran machen, Leerschritt und beziehe mich auf das eigentliche Feld, nämlich die ID hier. Und somit ist das Feld umbenannt und ich muss in meinen Formularen später nichts mehr verändern. Das Ganze schließe ich jetzt, speichere es mit Ja und hier sehen wir auch, es gibt keine grünen Häkchen oder irgendwelche Ausrufezeichen oder sonst irgendwas. Insofern passt unser Formular. Wenn ich in die Option hier einfach klicke, fragt dann nochmal nach Tabelle, Korrespondenzliste, Dokumente. Wir haben natürlich in Excel keine Möglichkeit, Anhänge mit hinzuzufügen. Insofern motzt er deswegen, weil dieses Feld noch hier drin ist. Das können wir also an der Stelle einfach
rausnehmen. Wenn ich das Feld später nochmal mit was anderem belegen will, zum Beispiel mit einer anderen Abfrage, die ich noch hinzufüge, könnte ich den einfach als Platzhalter drin lassen, gehe in meine Daten im Eigenschaftenblatt zu meinem Feld, lösche hier den Steuerelementinhalt raus, dann ist das Ganze ungebunden und somit habe ich die Möglichkeit, das eben später nochmal zu belegen mit einem anderen Feld. Ich kann es auch hier unter Format einfach ausblenden, indem ich die Sichtbarkeit auf Nein stelle. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Labels dazu, also unsere Bezeichnungsfelder, die oben drüber eingerichtet sind. So, jetzt gucken wir es uns nochmal an. Da kommen jetzt auch keine Meckermeldungen. Wir haben hier die korrekten Menschen oder Firmen verknüpft. Auch unsere Werte wurden hier alle mit aufgedröselt. Wir hatten ja hier Listenfelder, deswegen in Excel die Auflistung via Semikolon. Und ja, da sieht das doch ganz gut aus. Auf diese Weise habt ihr also die Möglichkeit, bereits die Programme, die uns zur Verfügung stehen, zu kombinieren. Access ist ein Desk-Client, also in der Regel für unsere Arbeit im Netzwerk gemacht und nicht für die Cloud. Und so können wir zumindest Dateien von Excel und Co. dort mit einbinden und direkt dort anhängen. SQL-Tabellen etc. wären natürlich genauso möglich oder SharePoint-Listen etc. Ja, ich hoffe, ihr habt oder könnt mit diesem Trick was anfangen. Testet es einfach mal aus und dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter in unserer Liste. Habt erstmal einen schönen Abend und wenn ihr mögt, schaltet dann wieder ein. Gebt uns ein Like fürs Video, wenn es euch weiterbringt und es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Livestream wieder. Liebe Grüße, eure Indra.